Ich grüße euch zu einer neuen kleinen Reise auf dem Weg unter die Erde. Ich habe mir heute ein wenig weibliche Unterstützung mitgebracht. Die wundervolle Laura ist mit am Start. Und mein Auftrag für heute lautet, Laura durch 1, 2, 3, 4 sehr enge Gänge zu schieben. Und wir schauen einfach mal, wie sie sich macht. Laura, hast du Bock? Ich hab Bock. Sie hat Bock. Los geht's. Also es geht schon mal ganz schön steil nach unten, muss man sagen. Genau, sehr gut. Jetzt ist da in der rechten Seite im Griff. Sehr gut, sehr gut. Rechts in die Kante rein. Und dann hast du hier eine Stufe. Und die erste Hürde ist gemeistert. Drehe ich mich jetzt um oder gehe ich so runter? Sicherer wäre sicherlich umgedreht, genau. Hintern ist schon schön dreckig, so wie es sein muss. Sehr gut, zwei Stück sind noch. Von da oben sind wir gerade gekommen. Und jetzt geht hier schon die ersten Gänge rein. Einmal da und einmal da. Und wir nehmen den hier. Los geht's. Der Hernandez zeigt mir wieder, wie ich hier den Weg nach unten gehe. Ron Hernandez. Gracias. Yes. Jawohl. Hola, señorita. Hola. So, wir sind im ersten kleinen Abzweig angekommen. Da unten geht es gleich weiter, dort wird es auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Vorher gehen wir aber erst noch mal in den ersten größeren Raum. Und schon befinden wir uns im ersten größeren Raum. Der nennt sich tatsächlich sogar hoher Raum. So, da kommt die gute Frau. Willkommen im ersten größeren Raum. Ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennt, aber da oben sieht man wieder schön das Goldmoos, wie das an der Decke schimmert. Okay, erster Teil ist geschafft und jetzt wird's lustig. Denn jetzt geht's an die erste Engstelle. Jetzt müssen wir da wieder zurück. Immer schön nach oben gucken. Vorsicht über dir, ja. Genau. So, jetzt wird es das erste Mal ein bisschen lustig, denn wir müssen genau da durch. Da unten ist alles voller Sand und von da aus kommen wir in den nächsten Raum. Let's go! So, da ich ein echter Gentleman bin, mache ich natürlich den Anfang und Laura kommt dann nach mir dran. Was? Doch, ich passe schon durch. Oh. Jappa! Das ist schon wieder schön. Oh. Und ihr so? Also wie ihr seht, ist schon eng. So, also ich habe es schon mal geschafft. Mal schauen, wie sich Laura anstellt. Als erstes hätte ich gern den Rucksack, junge Frau. Yes! Jawohl! Ich würde sagen, Laura ist dran. Und ich freue mich schon darauf, das kleine Köpfchen zu sehen. Aha, da sind schon mal die Hände. Oh Gott!
Wie fühlst du dich? Sehr gut. Sehr gut, das will ich hören. Andere entspannen am Wochenende und ich robbe durch den Dreck. Du hast es so gewollt? Jawohl. Ein kleines Lächeln für die Zuschauer vielleicht? Ja. Sehr gut. Ist doch sehr gut durchgekommen. Ja, passt schon, ne? Na gut, sah hübsch aus. Danke. Kann man machen. So, und somit sind wir im nächsten Raum, im Fledermausraum. In dem gerade keine Fledermäuse sind. Aber er heißt halt so. Okay, ich würde sagen, wir machen uns direkt auf zum nächsten Raum. So, hier wird es jetzt gleich nochmal richtig eng. Danke sehr. Wir müssen uns jetzt nämlich hier durch diesen engen Spalt quetschen. Aber das schaffen wir schon. Wie sie durch dieses kleine Loch da kommt, sieht wundervoll aus. Sehr, sehr schön machst du das. Danke. So, jetzt sind wir in der Kammer der Dreiteilung, weil von hier drei Wege abgehen. Jetzt gibt es da einen weiteren Gang und da. Wir müssen uns nur entscheiden, welchen. Tja, hier habe ich schon mal drin gesteckt, bin aber nicht weitergegangen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich dafür zu dick war. Laura würde, glaube ich, durchpassen. Kannst du das ja mal anschauen. Ich möchte nichts alleine probieren. Ja, ist richtig. Vollkommen richtig. Dann nehmen wir den Weg. Geht's dir immer noch gut? Ja. Mir auch. Ja, die Deckenhöhe, ihr seht, hat sich nicht unbedingt verbessert. Also, ich knie auf dem Boden. Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, hier sieht man schon, hier hat es ordentlich reingeregnet. Denn draußen ist nicht das schönste Wetter gewesen vorhin. Soll uns aber nicht stören, wir ziehen durch. Ach, ist das schön. Samstag Nachmittag. Bisschen durch Höhen kriechen. Und weiter geht's. Hast du fast geschafft. Hier ist ein bisschen anstrengend, ne? Sehr schön. So muss das sein. Und schon sind wir wieder am Eingang angekommen. So, jetzt geht's wieder nach oben. Jawohl. Draußen sind wir. So, das war es auch schon kurz und knackig mit unserer kleinen Runde durch enge Gänge, über Felsen, durch Dreck. Kurzes Feedback von der Frau an meiner Seite. Ja, es war eigentlich ziemlich geil, hat Spaß gemacht, aber die Höhle hätte tatsächlich noch gerne ein bisschen größer sein können. Das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, drückt den Abo-Button. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Adios!